Yo, Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wäre schön, wenn ihr jetzt wieder abhaut. War nur ein Witz. Schaut euch das an. Da befindet sich das Meer. Hallo LKWs und eine sehr stark befahrene Straße, die mir voll auf die Nerven geht. Wir werden diese Straße gleich überqueren und den Kadaver hier mitnehmen. Unterwasserdrohne. Länge des Kabels beträgt 100 Meter. Das bedeutet, theoretisch können wir 100 Meter tief tauchen. Und ich werde heute mal schauen, wie tief ich komme. Und sonst mal schauen, was wir so sehen werden. Vielleicht ein paar kleine Fische, vielleicht einen vergrabenen Schatz. Echt keine Ahnung. Ich denke, das wird spannend. Ich warte jetzt noch auf Amy. Oh, Frauen brauchen immer so lange, bis die sich fertig gemacht haben, ey. Ja, und dann sehen wir uns gleich drüben auf der anderen Seite mit ausgepackter Unterwasserdrohne. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die mit dem Smartphone verbindet und so weiter und so fort, aber ich denke, ich werde das schon hinbekommen. Lasst einen Daumen hoch da. Würde mich wirklich sehr freuen. Seht ihr das, wie sehr mich das freut? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, ey. Oh. Boah, es ist so windig. Ich hoffe, ihr versteht mich, aber ich rede einfach ein bisschen lauter, dann geht das schon. Die Drohne ist jetzt bereit. Ich würde sagen, wir lassen sie ins Wasser. Und Amy ist auch mit dabei. Hi Leute. Okay, Freunde, wir sind drin. Das Meer ist auch nicht so ruhig. Starke Wellen habe ich gespürt unter Wasser, aber nichtsdestotrotz war das gar kein Problem einzutauchen. Hab schon den einen oder anderen Fisch gesehen und ihr sicherlich auch. Was ein bisschen blöd ist, das Kabel, das ist hier ab Werk nicht richtig aufgewickelt. Und deswegen brauche ich jetzt Amy, eine zweite Person, die das halt, währenddessen ich immer tiefer tauche, mit der Hand aufwickelt. Denn normalerweise sollte es so sein, wenn die Drohne tiefer taucht, dass sie sich das Kabel automatisch nimmt. Alles klar, ich bin gespannt, wie tief wir gleich kommen werden. Ich lege einfach mal los. Aktuell befinde ich mich erst bei einer Tiefe von 2,35 Meter. Das ist natürlich noch nichts. Wir müssen eindeutig tiefer tauchen. Was hier jetzt schön am Meer ist, dass es wirklich sehr klar ist. Man hat eine sehr gute Sicht. Bei dem See, wo ich das letzte Mal tauchen war, war das überhaupt nicht der Fall. Und ich bin auch gleich gespannt, wie es aussehen wird, wenn ich noch tiefer gehe, ob es dann dunkel wird oder nicht. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir heute einen sehr schönen sonnigen Tag haben, sollten wir wirklich bis in die Tiefe gut beleuchtet werden von der Sonne. Angekommen bei fast 4 Metern Tiefe. Und jetzt geht es hier richtig steil in den Abgrund. Ich kann aber jetzt mal Vollgas geben. Da könnt ihr sehen, wie schnell die Drohne ist. 6,50 Meter. Was haben wir da? Wir sind jetzt schon bei 8 Metern. Und Amy kommt gar nicht hinterher, das Ding abzuwickeln. Und wir sind jetzt bei einer Tiefe von 12 Meter, 13 Meter, wie auch immer. Und ich habe den ersten Gegenstand erblickt, der hier, so wie er da liegt, nicht ins Meer gehört. Es sieht aus wie ein Rohr. Schade, schade, dass ich keinen Greifarm habe. Denn wenn ich einen Greifarm hätte, könnte ich das jetzt einfach rausholen. Okay, schwimmen wir weiter. Was haben wir hier? Ist das eine Muschel? Alter. Das müsste echt eine Muschel sein. Ich kann es jetzt nicht so gut erkennen, weil die Sonne auch mich blendet und das Smartphone-Display. Aber es müsste echt eine schöne große Muschel sein. Naja, schwimmen wir mal noch tiefer. Was haben wir da? Wieder ein Gegenstand, der nicht ins Meer gehört. Oh, das ist irgendwas zum Tauchen. Falls ihr wisst, was das ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut euch das an. Noch mehr Müll. Das sieht mir stark nach einer Getränkedose aus. Ansonsten, ich habe hier echt die Orientierung verloren. Ich frage mich, wie ich jetzt überhaupt hier rauskommen soll. Also höchstwahrscheinlich wurde ich sehr stark nach rechts getrieben, weil der Wellengang auch nach rechts geht. Ich habe einen Seestern gefunden.
14 Meter tief. Ich habe einen Seestern gefunden. Ich versuche es euch noch mal ein bisschen von oben zu zeigen. Jetzt kann man es richtig schön erkennen. Ein Seestern. Ein wunderschönes Exemplar. Ich könnte jetzt voll der Meeresbiologe mit meiner Unterwasserdrohne werden hier. Das sieht aus wie ein versunkenes Schlauchboot, schätze ich mal. Alter, wir brauchen auf jeden Fall eine andere Location. Durch den Wellengang wurde das Kabel halt so in die Felsen getrieben. Und ich hatte schon Angst, dass wir es gar nicht mehr rausbekommen, ey. Also insgesamt muss ich sagen, es ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, mit der Unterwasserdrohne da unten alles zu erkunden. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stelle, möglichst ohne Felsen. Am liebsten würde ich ja schon so in der Höhle tauchen oder sowas. Aber wenn dann die Wellen kommen und das Kabel sich irgendwie bei einem Felsen verheddert, Alter, dann war's das. Also am besten einen schönen Strand ohne Felsen. Wir haben jetzt voll lang nach einer neuen Location gesucht und irgendwie ist alles nicht so zufriedenstellend. Wir haben uns jetzt entschieden, einfach hier hinzugehen. Die Wellen sind immer noch ziemlich stark. Das Wasser wird nach rechts getrieben. Rechts sieht es eigentlich ziemlich frei aus, bis auf diesen kleinen Felsen da. Ich lasse die Unterwasserdrohne einfach mal rein und dann gucken wir, wie es unter Wasser aussehen wird. Schaut euch das mal an. Die Möwen, die geiern richtig auf meine Unterwasserdrohne. Ansonsten haben wir leider ein echt dickes Problem. Und zwar, ich habe absolut keine Sicht. Es ist einfach so stürmisch, auch unter Wasser, dass alles aufgewirbelt ist und ich sehe überhaupt nichts. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen weiter rauszugehen, ob es dann besser wird. Aber boah, sieht schlecht aus. Ich bin jetzt bei fast 10 Meter Tiefe angelangt und die Sicht ist etwas besser, aber nicht viel besser. Nichtsdestotrotz gucke ich mal, wie weit ich komme und was wir noch so finden können. Das sieht auch sehr interessant aus. Ah, ich glaube, das war mal eine Fischreuse. Hier nochmal von oben die Sicht. Ja, ich denke, das eine war auf jeden Fall eine Fischreuse. 12,60 Meter und das Kabel ist am Ende. Also 100 Meter Kabel ist zu wenig, meiner Meinung nach. Wenn man jetzt vom Strand aus eintauchen möchte, wenn man jetzt mit dem Boot rausfahren würde, dann wäre das schon in Ordnung, dann könnte man ja direkt 100 Meter tief tauchen, aber wenn man jetzt vom Strand aus rein möchte, finde ich 100 Meter echt zu wenig. Naja, ich guck mal weiter, ob ich irgendwas Interessantes hier noch finden kann. Hier könnt ihr eine wundervolle Muschel sehen. So schade, dass ich keinen Greifarm habe, ey. Das ist echt verdammt traurig. Boah, also ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, als es jetzt in Wirklichkeit ist. Also ich dachte, ich schmeiße die Drohne rein, dann schwimme ich ein bisschen und dann hole ich sie wieder raus. Wenn man jetzt ein stilles und klares Gewässer hätte, dann wäre es geil. Oder wenn ich jetzt auch ein Boot hätte, womit ich rausfahren könnte und dann könnte ich einfach direkt runtertauchen. Das wäre auch geil. Aber so am Meeresrand mit dem Kabel und so. Die Unterwasserdrohne, die ist schon geil, aber es ist schwer, eine gute, geeignete Location zu finden. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gut unterhalten. Wir sehen uns spätestens übermorgen wieder.
Wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Hier kann ich zwei weitere Videos anschauen. Peace.